Ach so, wir waren hiermit noch gar nicht fertig, ne? Nee. Wir hatten nur ein paar von den grünen Äpfeln reingeschmissen. So. Wir müssen also noch hier hinbekommen, braune Chips. Dann müssen wir hier blaue Ärmchen herstellen. Die brauchen auch braune Chips. Und Eisen und gelbe Ärmchen. Und oh Gott. Hatten wir nicht irgendwo hier schon braune Chips? Nö. Für braune Chips bräuchten wir theoretisch das Holz von hier. Ich guck gerade, ob ich hier irgendwo rummogeln kann. Ja, wobei Holz, die braunen Chips kriegen wir hier. Das heißt, ich könnte sie hier rausnehmen. Und da das hier eh schon alles total komisch aussieht, verbinden wir jetzt diese Lavalampe da. Diese hier. Mit dieser Lavalampe hier. Ja, schlimmer kann es eh nicht werden. Und das wird eh alles später umgebaut. Also hier rum, darum, darum, darum. So, du brauchst braune Chips, die bekommst du jetzt hier. Ich hätte gerne wieder... Ich habe keinen Kupfer? Ernsthaft? Genau, ich klaue jetzt das Kupfer, was... Gib mir das Kupfer hier. Das da sollte ich nicht klauen. Die Roboter fliegen jetzt schon die ganze Zeit hin und her und haben noch fast gar nichts geschafft. Bau bitte blaue Achso, okay. Ich sollte für mich auch ein paar von den braunen Chips holen, weil das Crafting hier im Inventar ist echt tödlich. So, gib mir mal hier alle drei Stacks. Und wenn denn mal was über ist, dann tu das bitte hier drauf. Das heißt, wir haben das Ding jetzt auf drei Stacks beschränkt, aber das gesamte Fließband... Was? Oh Mist. Das habe ich gar nicht gesehen. Genau, drei Stacks sammeln sich hier, aber das ganze Fließband wird sich auch noch füllen. Aber das ist okay. So, wer braucht denn noch braune Chips? Du brauchst noch braune Chips. Das heißt, wir brauchen einen Splitter. Splitter. Wo bist du? Da bist du. Dann brauchen wir einen Splitter. Dann gehst du bitte darum. Dahin. Und tust die braunen Chips auch hier rein. Dann ist der versorgt, der versorgt, der versorgt. Dann brauchst du jetzt noch gelbe Ärmchen und Eisenplatten. Nächste Fabrik. Ich hätte ungern eine ganz langsame Fabrik. Bauen wir hier ein paar von. Was brauchen gelbe Ärmchen? Die waren nicht so kompliziert, richtig? Wir brauchen auch braune Chips. Brauchen, brauchen Eisenzahnräder und Eisen. Okay. Mach das mal länger. Und mach mal hier unten eins lang, wo Eisen raufkommt. Auf der einen Seite und Eisenzahnräder auf der anderen. Das heißt, ich mache jetzt hier eine... Oh, wir haben keinen Strom. Haben wir hier irgendwo das ordentliche Muster? Das ist das ordentliche Muster. Ich habe nur keine Poles mehr. Einen kann ich bauen, weil wir keinen Stahl haben. Okay. Plan ist, ich mache jetzt hierhin die gelben Ärmchen, mache hierhin auch eine Anlage für Eisenzahnräder und mache dann irgendwo hier in der Nähe eine Mini-Eisenproduktion. Und hoffe, dass das irgendwie aufgeht. Ich brauchte gerade irgendwas. Franz Ärmchen? Fabriken? Ah, ich brauchte Stahl für die besseren Poles, genau. Da hinten. Immer alle die. Ne, Tinten nicht so wirklich. Aber hier Stahl. So, und das Eisen wieder hier hinten rein. Damit ein Teil davon zu Stahl gemacht wird. Gut, jetzt gib mir bitte davon 5 Stück. Und ich muss unbedingt hier auch irgendwo eine Alienlampe hinhauen. Aber später, später. So, du musst durchgehend arbeiten. Du bist für die Tränke zuständig. Ich sollte allerdings auch durchgehend arbeiten. Also baue mehr davon und baue einfach mehr Ärmchen. Die brauchen wir irgendwann immer. So. Strom. Da. Das geht schon irgendwie auf. Und theoretisch der nächste. Also ja, einer da. Der ist aber nicht ganz so wichtig. Und einer. Warum bist du immer genau im Weg? Das ist sehr irritierend. So. Go, go, Lavalampe. So, du bist jetzt das gelbe Ärmchen-Ding.
Und du bist die Eisenzahnradgeschichte. Achso, dann können wir die Eisenzahnräder ja gleich rüber transportieren, ja. So, du dahin, du dahin. Du machst bitte gelbe Ärmchen. Du klaust dir von da oben die Chips. Und du kriegst von da die Eisenzahnräder und hier unten muss irgendwie Eisen rauf. Und du machst Intermediates Eisenzahnräder. Du kriegst hier schon mal einen Stack. Gut. Wie kriege ich jetzt hier genug Eisen hin? Ich könnte es von da oben abzwacken. Ja, das könnte ich. Ich glaube, das mache ich auch. Mach mal. Oh, ich habe keinen Platz dafür. Ja, hier. Das, wie viel Zeug habe ich? Weg mit dir. Das soll... Ne, warte mal. Paar Stacks hätte ich auch noch was gerne. Das wollte ich jetzt auf die andere Seite tun. Nämlich so. Und so. Und dann ein intelligentes Ärmchen. Achso, die waren ja woanders. Komischerweise. Genau. Mach dich dahin. Hol jetzt hier draus nur Eisenplatten. Immer. Keine Beschränkung oder so. Und das kommt jetzt auf das nächste Fließband, das nach unten geht. Das heißt, wir verbinden jetzt die Schmelzanlage und die Produktionsstätte da ganz hinten. Auch mit den beiden Lavalampen jetzt. Also ist langsam alles verbunden irgendwie. Achso, wir müssen gar nicht so weit. Warte mal. Achso, und geh mal ein Feld weiter, damit du nicht schon wieder am Weg bist für die ganzen zukünftigen Poles. Genau, runter. Wow, mehr Dinge. Kurve. So. Jetzt bekommst du Eisen. Und du Eisen. Und du Eisen. Und damit sollte das Ding jetzt durchgehend laufen, richtig? Blaue Ärmchen werden hergestellt. Grüne Ärmchen werden hergestellt. Grüne Ärmchen werden hier reingelegt. Nein, Stahl. Stahl und Batterien müssen noch hier hin. Das machen momentan die Fliegerlinge. Stahlbatterien und weiße Chips, aber davon haben wir irgendwie einen recht guten Vorrat. Und da wir jetzt eh schon hier total wuselig sind und das Ganze langsam echt abgefahren aussieht, und das meine ich im positiven Sinne, also ich habe am Anfang so meine Skrupel, oh, das sieht nicht so symmetrisch aus, ne? Das sieht nicht so toll aus. Und dann überwinde ich mich irgendwann, es wird total chaotisch und es wird eine richtige Lavalampe, wie man das aus den ersten Staffeln kennt, wo die Sachen halt ineinander verschachtelt sind und überall bewegt sich was und das Licht flackert, weil man rumzoomt und ja, krasser Trip. Gib mir Batterien. Batterien sind da unten. Warte mal. Ich brauche viel mehr davon. Gut. Und dann drehst du dich hier bitte jetzt einmal im Kreis. Und gehst hier durch. Da ist nämlich schön viel Platz. So, und dann brauchst du noch ein paar Unterirdische. Weil die verbrauche ich ja doch recht häufig. Darum. Oh, hier ist eine... Oh, du hast einen guten Vorrat. Aber hier sind schon wieder Kisten, die sich nach und nach verbrauchen. Das ist nicht gut. Das müssten eigentlich blaue Kisten werden. Die dann irgendwann auch von Robotern befüllt werden. Ja, und du brauchst beides. Hä? Was befüllst du? Übersehe gerade irgendwas, richtig? Ah, genau, ich übersehe das rote Ärmchen. Ja, das ist okay. Du, hoch. Wir müssen nicht überall unterirdisch machen, das ist okay. Da hoch und dann da irgendwo rein. Aber erst in die blauen Kisten. Damit die Roboter auch ab und an mal hierher kommen. Weil ich komme ab und an nicht so oft hierher und hier ist gar keine Roboterabdeckung. Ja, gut, so viel dazu. So, ich brauche hier Batterien. Also gucke ich mal, ob ich vielleicht von... Bleib stehen, du komischer Handwerker. Okay. Naja, genau nicht. Okay, dann bau bitte einen davon. Und mach bitte von da nach da. Das heißt, wir müssen nur einen Anschluss finden nach da hinten. Das machen wir... Warte mal. Von hier nach da. Ja, man merkt schon, dass die...
roten Untergrunddinger wesentlich weiterkommen. Und es soll da auch bei dem Yuki-Mod, glaube ich, weitere Untergrunddinger geben. Meinte zumindest der Mod-Autor. Ich habe doch irgendwas gesehen mit Untergrundsachen. Oh, das ist viel zu viel. Storage Bunker, bessere Chests, bessere Tanks. Ja, nee, habe ich leider jetzt keine Zeit für. Ja, ich hätte definitiv eine Staffel vorher machen sollen. Nur mit dem Mod, damit ich mich in den Mod schon ein bisschen einarbeiten kann. Es war ein bisschen viel mit Ditek, Bob, Yuki und 50 anderen Mods zusammen. Aber was soll's. So haben wir richtig schön viel zum Rumfriemeln. Also, Batterien sind auch da. Jetzt müsst ihr noch Stahl hinbekommen. Und zwar idealerweise auf die linke Seite von dem Fließband hier. Das ist problematisch. Alternativ noch die weißen Chips nach oben. Die weißen Chips, ja. Die sind hier echt eingebunkert. Wobei, bauen nochmal schnelle Untergrundbilds. Dann verlängere ich einfach das Ding hier, dann habe ich hier mehr Platz. Ja, das könnte hinhauen. Mach dich mal kurz weg. Da so. Und dann gehst du bitte von hier nach da. Ja. Und dann gehst du jetzt nicht mehr in die Kiste, sondern du gehst auf ein Fließband. Und das passt nicht. Okay. Ist alles nur eine Herausforderung. Für den Wuselmeister. So. Also dich brauchen wir da nicht, ne? Du kannst von da nehmen, ja. Das heißt, hier geht's runter. Da geht's hoch. Was holen wir jetzt gerade? Weiße Chips. Ja, okay, ich seh's. Vielleicht der ein oder andere von euch auch. Oh, Mist. Ich seh's nicht mehr. Doch, okay, unten rum. Mach hier einen Knick nach unten, geh nach da und geh hier unterirdisch von da nach da, geh da runter, da hoch und verbinde dich damit. Und mach hier ein grünes Ärmchen hin, das dann die weißen Chips von hier unten holt. Uff. Was fehlt? Tin? Weißes Plattenzeug. Weißes Plattenzeug ist da. Achso, die Circuit Boards sind auch da. Solder? Ist hier unten alles okay? Die beiden scheinen auch da zu sein. Diese komischen... Ah, Carbon fehlt. Du kriegst kein Carbon mehr, weil wir keine Kohle reingeschmissen haben. Stimmt, das ist auch so eine Sache, die noch nicht automatisiert ist. Und wo ich gerade hier hängen geblieben bin, in den Kommentaren meinte jemand, dass dieser Mod, der dafür sorgt, dass man bei Bäumen nicht mehr so viel hängen bleibt und bei bestimmten Gebäuden und so weiter, dass der auch dafür sorgen kann, dass die Biter an Gebäuden, wie zum Beispiel Mauern, vorbei glitschen können. Das ist garstig. Aber ich sehe es einfach mal vom RP her so, dass die Biter einfach über die Mauer rüberkrabbeln. Das heißt, ich muss damit rechnen, dass ab und an Mauern komplett umgangen werden können. Ist heftig, aber ist eine extra Herausforderung. Ist okay, kann ich mit leben. Die werden auch irgendwann aufgebraucht sein. Aber mach jetzt erstmal Carbon, ist okay. So, jetzt laufen die auch wieder. Hast du alles, was du brauchst? Du kriegst hier noch ein bisschen. Du kriegst ein mehr Tin. Ja, nee. Hier ist genug Tin, ja. Ist alles gut. Alles gut. Jo. Wie viel Tränke haben wir inzwischen gemacht? Hey! 47. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich sollte zwischendurch was erforschen. Stahl wäre schön. Also Stahl replizieren, aber replizieren ist wieder so eine Stromsache. Frames werden wir früher oder später brauchen.
Ja, mach die mal. Und ich klaue mal hier ein paar Magneten vom Fließband. Zum einen, damit das Ding hier weiterarbeitet. Ja, ich sollte sie doch irgendwo abzwacken.